Der Anton aus Tirol. Anton. Seine Bahn sind von den Maden, meine Figur. Der Wunder der Natur. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine Negerflampenmaden, seine Bahn sind von den Maden, meine Figur. Der Wunder der Natur. Eugen. Eugen, bin ich ein Wunder der Natur? Erzähl mal die Geschichte vom Wochenende mit deiner Tussito. Nee, ja, auf, ey, das kannst du gar nicht erzählen. Aber Klaus, hast du einen scheinen Witz zum Heute? Einen scheinen Witz? Ja. Warum tun Blondine ihren Computer mit Wasser befüllen? Ja, warum tun Blondine ihren Computer mit Wasser befüllen? Weil sie dann besser serven können. Was machen 16 Blondine vom Kino? Die warten auf zwei andere, weil der Film ist am 18. Das war so zwei Blondine, das zu werfen. Gedankenaustausch. Kennt das mal zwei Blondine in der Wüste mit Ferrari. Scheiße. Was passiert? Klaus, wie war das mit dem Pelzwitz? Pelzwitz? Oder geht mit dem Sohn in den Pelzladen, ne? Kauft sich einen Pelzmantel, ne? Meint der Sohn so, das Tier hat ganz schön leid im Wiesen, was du da gekauft hast. Meint so, nein, das ist von deinem Vater. Zwei Blondinen in der Wüste. Zehn die Sandkörner. Gaudi, Alter, du bist ein Gaudi. Nein, Klaus, jetzt bist du wieder da. Ja, der Klaus hat im Ziel dann 3 Stunden am Stück erzählt, dass er nicht mehr. Ja, gut, den Schwulewitz kennst du schon, ne? Nein, der war aber. Den Schwulewitz? Ne. Erzähl's mir. Du bist zwei Schwulen, ne? Wenn der eine zu dem anderen hämmert, es geht schon bei dem anderen, hält den Kondom im Arsch geplatzt, ne? Wenn der andere im Ernst, wenn der andere näher im Arsch. Klaus, zwei Blondinen im Ferrari. Dumm Schuss. Alter. Warte mal, ich hab dich, glaube ich, auch schon mal von mir. Du hast zwei Blondinen, ne? Erbische Liebste. Hast du zwei Blondinen, ne? Die sind 2 Meter groß, ne? Auf was für Maß kommst du, wenn du übereinander stellst? 2 Meter. Warum? Stimmt aber. Die sind so hoch, die kannst du übereinander stecken. Ich hab noch so gute gehabt, ich weiß es nicht. Der Igel. Wo Mädel von Salami kaufen geht. Wenn der Verkäufer am Stück geschnitten. Wenn sie so, haben schon voll so einen CD-Spieler. Zähl ich mal wieder Pizza, Blondine. Ajo. Blondine geht in die Wirtschaft, kauft schon Pizza. Wenn der Wirt so, soll ich das in 64 Stücke schneiden? Meinst du so, schneiden sie mal so in 4, 6 immer zu viel? Was sehen wir da an einem Fahrstuhl? Den kennst du doch im Fahrstuhl. Ich kenn den aber, du kennst den. Ich kenn den. Ja, blondi, schwarzi, rodi. Vor dem Fahrstuhl. Vorne liegt ein Wichsfleck. Die rot probierten Finger, ne?
Menze, so. Nett von meinem Mann. Schwarz probiert, ne, Menze? Ist nett von meinem Mann. Blond probiert, Menze? Das geht einfach mal hoch raus. Ein Fremder. Wie ging der andere Dom? Noch ein bisschen leiser. Den Chernobyl kennst du, gell? Ich kenn den Chernobyl. Chernobyl. Ja, Klaus, können wir dich jetzt vergoogeln oder nicht? Wie der Heidi. Wer ist denn die Heidi? Kennst du nicht schon, wer die Heidi ist? Sven ist der Nase und war schon tausendmal Rumänen versprochen. Nee, das passt. Ich bin mal gespannt auf die Donnerschwabefisch. Aber in diesem Fall, das war alles passt. Hey, was ist das? Die Frau kommt sogar aus Rumänien. Und die alleine oder? Ja, zwei Kinder. Die Heidi. Wo ist der? Hier, wollen wir da. Mannheim. Warte, hier die Heidi. Hast du noch nicht kennengelernt? Auch so geil, sieht so aus. Ja, die muss ich auch kennengelernt. War die euch? Aber die sucht ja dafür das Leben, ne? Hey, schau mich jetzt mal genau an. Ich bin doch schon das Leben. Hey.